So, ein bisschen umschauen möchte ich mich ja trotzdem. Oh, ich kann da hinuntergehen. Da ist noch ein Schild. Die Inschrift ist verblasst. Okay. Oh, hier ist es nicht. Was? Ich muss woanders lang. Bist du ungeduldig? Lass uns doch erstmal jetzt. Okay. Komische Geräusche. Geh, oder? Abschnitt G. Ah, guck mal. Dazu braucht man einen Schlüssel. Okay. Wirkt aber nicht sehr stabil. Dazu braucht man einen Schlüssel. Wirkt aber nicht sehr stabil. Okay. Wir lassen uns jetzt dafür mal nicht aus der Ruhe bringen. Abschnitt K. Wieso denn schon K? Warum geht das denn hier so schnell? Ist er doch so klein? Der Friedhof? Ich soll irgendwelche Spendentafel finden, ne? So. Abschnitt M. Unleserlich. Q? Abschnitt O. Das ist er. Aber ich will da nicht hin. Ich will erst noch das andere gucken. So, weil das wäre mir ein bisschen zu einfach. Abschnitt P. Okay, was sieht sie? Kamera bewegen. Irgendwo muss ja was sein, sonst sollte ich ja nicht die Kamera bewegen. Da. Abschnitt O. Gleich da drüben. Okay. Ja, ist okay. Reißt sie total die Augen auf. Aber ich wollte trotzdem noch ein bisschen hier gucken. Ich erkenne einige der Namen hier. Sehr interessant. Aber ich sollte mich wieder ans Werk machen. An unsere großzügigen Spendern, Jan Auer, Chiara Breuer, Isabella Ehn, Erik Fichter, Markus Fritzl, Katja Glaser, Leopold Heinig, Magdalena Neumann, Leni Renner, Julian Sandmeier, Mathilda Rottmeier und Adam Zimmer. Okay, der Friedhof ist nicht so groß, wie die Karte wirkte, wie er sei. Aber vielleicht finde ich ja doch noch diesen Schlüssel. Unmöglich zu lesen. Das würde mich ja schon interessieren. Oh, hier ist es nicht. Ich muss woanders lang. Abschnitt F. Naja, ich will halt schon wissen, ob ich eventuell hier den Schlüssel finden könnte. Etwas fehlt hier. Nein, ich glaube nicht. Nein. Unmöglich. Nein. Okay. Etwas fehlt hier. Also es gibt hier schon noch so ein paar Sachen. Okay, was wahrscheinlich uns Rätsel aufgibt nachher. Deswegen möchte ich gerne vorher einmal den Friedhof ablaufen. Abschnitt B. Unleserlich. Okay, das heißt, ich bin jetzt wieder am Eingang, richtig? Gut, da ich die Spendentafel gefunden habe, können wir jetzt in Abschnitt O gehen. Das ist mir jetzt in Ordnung. Jetzt passt es für mich. So. Da müssen wir mal gucken, was uns da noch erwartet. Ich habe ein Geräusch gehört. Eine Sackgasse. Ich muss umkehren. Ah, okay. Das war wo. So. Ah, ne, hier war doch. O war doch hier rum. Ne, da waren wir noch nicht. Wir müssen doch nochmal hier hoch. Genau. So, hier war ich. Und hier ist Abschnitt O, genau. So, da ist jetzt was. Grab O8. Aber.
Aber was siehst du? Anna Rose, 1938. Oh. Nun an einem besseren Ort. Oh nein. Oh nein. Wie traurig. Ja, das war das, dass sie es selber sehen muss, ne? Boah, die geht echt sehr schlecht. Schlimm. Was ist passiert? Was ist passiert? Im Sanatorium hatte sich Danas Gesundheitszustand verschlechtert. Ihre Hustenanfälle, die Schwangerschaft und der ganze Stress durch Leon und seine Flucht weit draußen in Baltajar. Es war einfach zu viel für sie. Die Ärzte mussten sie für die Geburt unter Narkose setzen. Es gab Komplikationen und als sie aufwachte... Ihre Eltern überbrachten ihr die schreckliche Nachricht. Sie hatten das Mädchen schon bestattet. Du gute Güte. Warum haben die braunen Schatten Dana nicht verfolgt? Sie waren damals in Ostertal an der Macht, nicht wahr? Oh, das hätten sie irgendwann, glauben Sie mir. Und dann? Und danach? Wegen der Komplikationen bei der Geburt konnte Dana keine Kinder mehr bekommen. Oh Gott. Darum blieb sie noch ein paar Monate länger im Sanatorium. Sie war am Boden zerstört, die Arme. So hat sie die Pogrome überlebt. Ja, aber sie war noch nicht in Sicherheit. Was ist danach geschehen? Dana hat alles verloren. Ihre Eltern, ihr Baby, Leon... Sie hätte wohl aufgegeben, wenn ich an jenem Tag nicht da gewesen wäre. Aber ich musste nach London. Damals wurde ich fast jedes Jahr zu allen möglichen Kunstveranstaltungen eingeladen. So konnte ich dem britischen Geheimdienst Bericht erstatten, ohne den Verdacht der braunen Schatten zu erwecken. Also nahm ich Dana mit, um sie vor ihnen zu retten. Eine schöne Geste. Frühling 1944, London, Auswärtiges Amt. Jetzt wird's interessant. Mit hochdramatischer Musik. Dana blieb etwa 6 Jahre lang in London. Ich besorgte ihr eine Wohnung und eine Stelle bei meinem Arbeitgeber, dem Auswärtigen Amt. Sie hatte keine Familie, keine Freunde und praktisch kein eigenes Leben. Sie verbrachte jede Minute im Büro und kämpfte auf ihre Weise gegen die, die ihr alles genommen hatten. Krass. Sie wurde immer weiter befördert. Bald gehörte sie zu denjenigen, die für die Koordination aller Gruppen von Widerstandskämpfern in verschiedenen besetzten Ländern Europas verantwortlich waren. Wow. Also Dana, Konzentration. Mittels der Berichte. Die Admiralität will, dass wir anhand ihrer Berichte die feindlichen Einheiten auf der Karte identifizieren. Okay, ich muss aber erstmal hier gucken. So. Huch. So. Und das Speyer haben bestätigt, dass noch 2 Panzerdivisionen in Belgien stationiert sind. Eine weitere Panzerdivision ist nach Le Havre aufgebrochen. Da. Panzer. Also, warte mal. Panzer in Belgien. Und Panzer in Le Havre. Richtig. Noch 2 Panzerdivisionen in Belgien. Also nochmal, noch einen dahin.
Nee, das war falsch. Das muss Panzer sein. Genau. So. Bericht Special Operations Executive. Bericht von Agent BGB zur Mission zensiert, inzensiert. Nachforschung zu feindlichen Truppenbewegungen und Flugabwehrraketen Flarak-Stellungen. Lage an der Westküste Frankreichs. Zwei Flarak-Geschützgruppen sind auf Dover. Eine Panzerdivision verlässt Cherbourg auf dem Weg zur Flarak-Geschütztruppe in der Nähe von Brest. Also zweimal Dover, einmal Brest und einmal Caen. So. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Also, Lage an der Westküste. Flarak, Schütztruppen sind auf Dover. Brest und Caen. Und jetzt auch noch Cherbourg ist die Panzerdivision unterwegs. Aber Dover brauche ich nochmal. Ich muss noch mal gucken. Was haben wir denn hier noch? Ein U-Boot in der Nordsee. Zwei der drei in der Kelchen See stationierten U-Boote sind nach Cherbourg aufgebrochen. Wir brauchen noch ein U-Boot. So, Nordsee haben wir noch ein U-Boot. Okay. Aber wir brauchen immer noch hier noch eine Flarak. Müsste eigentlich passen. So, Panzerdivision verlässt Cherbourg auf dem Weg zur Flarak-Geschütztruppe in der Nähe von Brest. Die Flarak-Geschütztruppe in der Nähe von Caen ist nach wie vor aktiv. Zwei Flarak-Geschütze sind auf Dover ausgerichtet. Ausgerichtet auf Dover. So. Dann dürfte das doch jetzt passen. Wir kontrollieren nochmal. So, Speer, dass noch zwei Panzerdivisionen in Belgien, eine weitere Panzerdivision nach Le Havre aufgebrochen. Das haben wir. So. Zwei Flarak-Geschütztruppen sind auf Dover ausgerichtet. So, eine Panzerdivision verlässt Cherbourg auf dem Weg zur Flarak-Geschütztruppe in der Nähe von Brest und die Flarak-Geschützgruppe in der Nähe von Caen ist nach wie vor aktiv. So. Ein U-Boot ist noch in der Nordsee. Zwei der drei in der keltischen See stationiert sind nach Cherbourg aufgebrochen. Brest stationierten zu stoßen. Da muss noch irgendwo ein U-Boot hin. So. Das müsste ja dann eigentlich passen. Na, wobei. Das kann eigentlich dann... Ich gucke nochmal mit den U-Booten. Ein U-Boot ist noch in der Nordsee, das haben wir. Zwei der drei in der keltischen See stationierten U-Boote sind nach Cherbourg aufgebrochen. Ein U-Boot hat Cherbourg verlassen, um zu dem im Nordatlantik bei Brest stationierten zu stoßen. Ja, das müsste doch... Nordatlantik oder Nordsee? Das ist falsch hier oben. Das ist falsch. Hier ist doch eins losgegangen. Nordatlantik. Brest stationiertes U-Boot. Das wird dann wohl das sein. Okay. Mittels der Berichte die Einzelheiten auf der Karte platzieren, habe ich gemacht. Aber wie viele U-Boote habe ich denn insgesamt? Eins. Vier. Fünf. Aber ich habe... Da muss doch noch eins sein. Das ist aber die tierische See. Die irische. Die tierische.
Aber gilt das vielleicht noch als keltische See? Eventuell. Wir gucken nochmal. Also, unsere Späher haben bestätigt, dass noch 2 Panzerdivisionen in Belgien stationiert sind. Eine weitere Panzerdivision ist nach Le Havre aufgebrochen. Belgien, 2 Panzerdivisionen. Und eine ist auf dem Weg nach Le Havre. So. Lage an der Westküste. 2 Flarak-Schützungen sind auf Dover ausgerichtet. Eine Panzerdivision von der Cherbourg auf dem Weg zur Flarak-Geschützgruppe in der Nähe von Rest. Genau. So. Geschützgruppe in der Nähe von Cannes ist nach wie vor aktiv. Die habe ich auch. So. Ein U-Boot ist noch in der Nordsee. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. Okay. Also, ein U-Boot ist noch in der Nordsee. 2 der 3 in der keltischen See stationierten U-Boote sind auch Cherbourg aufgebrochen. Da ist doch irgendwo eins zu viel. Das ist wahrscheinlich... Da ist sonst hier aber nichts, ne? Für ein U-Boot? Nee, 2 der 3. Zwei der 3 in der keltischen See stationierten U-Boote sind nach Cherbourg aufgebrochen. Ein U-Boot hat Cherbourg verlassen, um zudem im Nordatlantik bei Brest stationiert zu stoßen. Das da vielleicht? Keltische See. Eins ist nach Cherbourg aufgebrochen. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. Dann muss das vielleicht weg. Wir gucken nochmal. So. An der Westküste 2 Flarak-Geschützgruppen sind auf Dover ausgerichtet. Eine Panzerdivision verlässt Cherbourg auf dem Weg zur Flarak-Geschütztruppe in der Nähe von Brest. Wir haben eine in der Nähe von Brest. Wir haben hier das und das. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. Okay. Die 2 sind doch auf Dover ausgerichtet. Aber ich kann ja keine Flak nach Dover setzen. Sieht aus, als hätte ich zu viele Einheiten auf der Karte markiert. Ich muss nochmal nachlesen. Sieht aus, als hätte ich auf der Karte etwas falsch gemacht. Okay, wir machen das nochmal. Erstmal die U-Boote weg. So. Wir haben ein U-Boot ist noch in der Nordsee. Da haben wir auch nur einen Punkt. So. 2 der 3 in der keltischen See stationierten U-Boote sind nach Cherbourg aufgebrochen. Ein U-Boot. 2 U-Boote. 3 U-Boote. Ein U-Boot hat Cherbourg verlassen, um zudem im Nordatlantik bei Brest Stationierten zu stoßen. Aha,